Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei den Xenonauts und jo, wir schauen weiter, wie es hier vorangeht. Alien Biology. Haben wir jetzt erforscht. Go to the Research Screen. Stun Weapon brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Können wir die besser untersuchen, glaube ich. Aber wir nehmen das raus und setzen es hier ganz hinten in die Schlange. Wir wollen jetzt erstmal die Plasma-Pistolen erforschen. Pistolen sind da, glaube ich, ganz gut für. Demnächst können wir ja dann auch wieder mehr Leute hier einstellen, wie ich gesehen habe. Oh, Hire Soldiers. Was nehmen wir denn da? Haben wir gar keine guten. Schade. So, jetzt müsste ja eigentlich demnächst hier mal das Ding fertig werden, genau. Go to the base. Und dann würde ich sagen, wir müssen sowieso einen Hangar bauen, wenn wir hier nochmal ein Schiff dazu nehmen wollen. Und ansonsten sind wir hier ganz gut bedient. Eine Garage haben wir die. Haben wir nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Von daher brauchen wir sie erstmal nicht bauen. Wäre jetzt Platzverschwendung. Living Quarters werden wir bestimmt nochmal brauchen. Medical Center haben wir ja. Missile Battery. Also eigentlich sind die Hangars und die Living Quarters schon am wichtigsten. Möglich vielleicht noch einen Hangar dazu. Und dann gucken wir mal, dass wir eine Foxtrot dazu bekommen. Denn später, die Schiffe, die brauchen mal ein bisschen mehr Dampf. Die brauchen ein bisschen mehr Feuerkraft, die sie da abbekommen müssen. Von daher brauchen wir das auch. So, Construction of Command Center has been completed at North America. Das ist doch schon mal was. Dann würde ich sagen, machen wir das hier ähnlich. Wir bauen hier mal ein Living Quarter. Und zumindest zwei Hangar. Wobei, ne, brauche ich drei Hangar. Okay, dann warten wir erst, bis die fertig sind. Wobei... Ach komm. Setzen wir hier gleich daneben, muss halt nicht so aussehen wie unsere andere Base, ist ja nicht so schlimm. So wissen wir dann auch immer, welche ist vielleicht. Foreign items have arrived at Middle East. Ein Soldat, das ist doch super. Weiter geht's. Noch können wir in Nordamerika natürlich nichts machen, wir brauchen auch ein Radar, damit wir hier auch was empfangen von den UFOs. Oh, ist immer noch nicht heile, unser Kondor da. Gut, den schießen wir mal schnell ab. Jo, haut rein, Jungs. Und wenn er dann abgeschossen ist, dann werden wir natürlich wieder unseren Trupp losschicken hier, damit er da ein bisschen was rausholt. Gut, wieder nichts abbekommen. Klasse gemacht. Ach so, nee. Nee, ist egal. Ja, ist schön, dass wir das sehen, aber die Nacht bricht gerade herein, sehe ich. Und von daher werden wir hier niemanden losschicken. Jetzt können wir das tun. Charlie. In der Nacht muss ich das nicht unbedingt haben. Da müsste es irgendwie eine Belohnung geben, dann würde ich das mal öfters machen. Hangar und Living Quarters sind fertig. Das heißt, wir können ja theoretisch mal gucken. Genau, 9 Charlie. Jetzt haben wir noch 249.000. Ich meine, wir können jetzt mal ein bisschen hier Alloys verkaufen. Alien Alloys. Da haben wir allerdings überhaupt nicht viel von. 3.000. Das ist ja jetzt nicht die Welt, ne? Brauchen wir ein bisschen mehr, ne? Schauen wir doch mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen Geld machen gerade. Demnächst müsste dann irgendwann mal die Aktualisierung von unseren, ja, Kontinenten kommen, die uns dann mal so schicken, was wir dann für die so geleistet haben. Wie viel Geld die uns dafür dann leisten wollen. So, da hinten ist erstmal nichts zu sehen. Ist auch schön, dass er durch die Kiste durchgucken kann. Ist hier was zu sehen? Okay, hier ist die Karte zu Ende. Dann schauen wir doch mal da ein Stück weiter. Das ist super. Scheint generell hier zu Ende zu sein. Deswegen gucken wir mal,
schnell noch hier rein. Oh, alles klar, da haben wir schon mal das UFO. Das ist eine kleine Karte. Es scheint eine sehr kleine Karte zu sein. Jo. Die ist etwas kleiner. Finde ich mal gut. Ist mal Abwechslung. Haben wir sonst nicht so oft. Kleinen Karten. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt erst loslegen in der Runde der ersten oder ob die schon draußen sind. Manchmal ist auch niemand draußen. Das hatte ich auch schon. Ist allerdings in einer Vorgängerversion gewesen. Ich bin hier jetzt auch noch nicht so firm in dieser Version. So, ich habe es noch nicht gespielt. Das ist das erste Alien, die sind also schon draußen. Und den nehmen wir mal hier hoch. Beziehungsweise sie. Eigentlich kann ich schon fast sie sagen, weil es häufiger Frauen sind, die hier mitmachen als Männer. Da ist man nicht nur emanzipiert, da ist man sogar ein bisschen zu sehr drauf gepicht, hier Frauen unterzubringen, finde ich. Weil es wahrscheinlich absolut zufällig ist. So wie es halt sein sollte. Oh, Craig Peterson has panicked, hat nur noch ein Leben und blutet jetzt nochmal ein und... Okay, stirbt deswegen trotzdem nicht, von daher schon mal nicht so doof. Aber den jetzt zu retten ist eine total waghalsige Aktion. Könnte man natürlich schaffen, aber dafür muss jeder Schuss sitzen. Das ist nicht der Fall, von daher wird es nichts werden, leider. Den müssen wir abschreiben. Denn der kann sich ja selber nicht bewegen da vorne. Ja, schieß den noch ab. Der hat ja noch ein Leben, ne? Kann man nochmal draufknallen. Jo, du schaffst es noch. Ach, Mann. Leute gibt's, die gibt's gar nicht. Schieß ihm ab, genau. Du triffst wenigstens. Ja, ich muss den leider heilen, weil sonst stirbt er so oder so. An seiner Wunde. 22 geheilt. Oh, das war's auch schon. Heieiei. Ja, ich würde dich jetzt ganz gerne... Kann ich dich hier ein Stück wegziehen? Der guckt uns ja jetzt an, da der Süße da. Gucken wir uns doch hier mal schnell... nach vorne. Und Tristan jetzt nicht. Stand nicht eben auch da, der andere. 17 Zeiteinheiten. 5% Chance zu treffen. Eieiei. Schade. Aber es könnte sein, dass wir es eventuell schaffen, dass der den Verletzten nicht anschießt. Ich glaube da nicht dran, aber möglich ist es. Wenn er ihn trifft, dann ist er tot. Davon gehe ich ganz stark aus. Denn... die werden wahrscheinlich wieder eine Salve abfeuern, die Jungs. Und das ist dann böse. Nein, und... ja, das ist gut. Ja, er hat überlebt. Und jetzt hat er doch nochmal geschossen. Ich hoffe auf irgendeinen Zivilisten. Denn eigentlich war die Runde schon rum. Ja, es war wahrscheinlich ein Zivilist, der da gestorben ist. So, Craig Peterson kann sich wieder bewegen. Das heißt für mich die Flucht nach hinten. Und die werte Frau soll sich verteidigen können. Du kriegst jetzt aber erstmal einen mitgegeben, weil ich so nett bin. Geben wir dir den Schuss umsonst mit. Und wir schießen hier einmal aus der Distanz und treffen sogar noch. Das ist immer eine gute Schussübung. Man kriegt dann immer ein bisschen Accuracy dazu, glaube ich. Wenn man das so hinbekommt. So. Jetzt mach dich hier vom Acker, Kollege. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Dass die da nicht trifft mit 90% Wahrscheinlichkeit. So, 81 muss reichen. Na, geht doch. Weg ist er. Und jetzt geht's hier oben weiter. Müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten lang gehen. Ich nehme an, hier wird keins sein, oder? Nee. Hab mir schon gedacht. Da ist eins. Okay. Gehen wir wieder zurück. Kommen wir hier noch hin? Da gehen wir am besten hin. Okay. Ist nicht 100% gedeckt, aber schon mal ein bisschen. Und dann gucken wir uns hier mal nach vorne. Ich hoffe, da hinten ist nichts zu sehen.
Und jetzt versuche ich einfach mal ein bisschen taktischer vorzugehen, ein bisschen langsamer das Ganze zu machen und nicht hier wieder die Hauptvariante. Okay, eine Salve, obwohl er da noch 10 Schritte geht. Ist ja auch toll. Helft uns mal. Schnell, hoch da, Jungs. Tötet den da oben. Aston Patterson has panicked. Aber bitte nicht dein Schild wegschmeißen und verschwinden. Das ist schon böse genug, dass er jetzt panikt und ganz allein da steht. Mann, Mann, Mann. So, hier ist nichts zu holen. Da ist die Karte zu Ende, oder? Ne, hier ist die Karte zu Ende. Aber dadurch, dass die Polizisten da stehen, gehe ich davon aus, dass da nicht mehr so viel ist. Jetzt werden wir gleich Patterson verlieren. Er hat zwar noch keinen Schaden genommen, aber dadurch, dass er panikt ist, kann er überhaupt nicht weg da. Das habe ich hier super gemacht, ne? Kann man mich ja nicht kritisieren hier. Das mache ich ja immer super, ne? Ich stelle die mal genau dahin, wo sie nicht hingehören. Wenn ich es jetzt noch günstig angestellt habe, kommt der Schuss, der hier nicht durchgeht, hier nicht drauf geht, dann da an. Also, very good geplant. So, aber du dürftest doch, genau, das treffen. Haha. Okay, hat nicht viel gebracht, aber wenigstens hat er schon ein bisschen weniger Leben. Wenn es jetzt ideal laufen würde, würden wir uns hier hinstellen und durch beide Fenster durchschießen und den töten, aber es geht nicht. Leider, leider. So, werte Frau, du hast das Ding schon mal in der Hand gehabt, den Koffer. Darfst du gerne nochmal nehmen. Müsste es auch noch so eine Heilerfähigkeit geben, die sich erhöht, je nachdem wie oft man heilt. Das wäre natürlich auch was. Können wir dann auch einen Sanitäter-Spezialisten nehmen oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Aber naja. Er hätte dann wahrscheinlich keine wirklichen Kampffähigkeiten zusätzlich und von daher auch nicht so unbedingt nötig. Das ist nicht wahr, oder? Zwei Schuss. Okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Er ist immer noch panicked. Das heißt, wir müssen ihn da unbedingt umbringen, bevor er da irgendwas Böses macht. Und wir nehmen hier lieber den Distanzschuss. Damit die Jungs, die daneben stehen, können wir eigentlich noch heilen. Wenn er mal einer davon sofort treffen würde. Ah, der darf sich bewegen. Das ist super. Dann mal raus aus dem Krisengebiet. Und du darfst auf jeden Fall mal da rausgehen. Das trifft trotzdem noch sehr wahrscheinlich das Ding. Aber wir haben getroffen, das ist super. Hat sich mal geduckt und geguckt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Ja, im späteren Verlauf werde ich es auch so machen, dass ich jeweils mal zwei Schilder mit dabei habe. Einfach nur, weil die Schilder dann doch relativ schnell kaputt gehen. So ein Schild wiegt zwar recht viel, aber die einzige Aufgabe eines Shields ist es wirklich vorne reinzulaufen. Er muss dann vielleicht nochmal eine Glenn-Granate oder eine richtige Granate werfen, aber mehr soll er auch wirklich nicht können. Und von daher kann er dann mal so ein bisschen mehr Kilos mitnehmen dafür. Das ist nicht so schlimm. Und Patterson, der hat glaube ich schon mal überlebt. Von daher, oder Patterson, momentan unser bester Mann, ne? Muss man ja mal so sagen. So, Ivanova, kannst du nächste Runde deine Waffen wieder zücken? Du gehst erstmal hier hin. So, Craig Patterson. Okay, vielleicht war es auch Patterson. Patterson, das, Nein! Hier ist genau ein Alien vor uns. Ei. Ich hab nichts getan. Nein. Das ist nicht wahr. Mach die Tür zu. Ach Gott. Der wird sterben. Hundertprozentig. Da sitzen die schon vor der Tür, oder? Unmöglich hier, Jungs. Oh, muss mal hier vorbewegen. Da ist das Schweinchen. Mach ihm mal Angst, komm. Ja, so wird das nicht. Muss schon mal einmal durchkommen damit. Das war gar nicht mit Angst machen. Ja, das war klar, haben wir gesagt. Auch der war schon in der ersten Saison, in der ersten Mission dabei. Hat sich jetzt also auch verabschiedet. Das ist immer doof, weil das sind immer die, die auch schon ziemlich gute Werte haben, die dann gehen müssen. Schau, da ist der Mann. Hauen wir mal rein hier, komm. Ach, ich liebe Gunner, ganz ehrlich. Einfach nur Hammer mit denen zu spielen. So, du gehst mal dahin.
dürftest ja jetzt hier das Alien sehen, okay. Gut, das fühlt sich recht sicher da. Werden wir den doch mal ein bisschen schocken, indem wir hier mal ein bisschen rumlaufen. Mit Craig Peterson. Ah ne, das ist Sergeant Aspen Peterson, so. So, und der geht hier mal auch noch rein. Warum habe ich jetzt den Angekratzten da reingestellt? Nur weil der den Namen hat. Peterson. Wer Peterson oder Peterson heißt, wird bei mir grundsätzlich geopfert. Das ist eine Regelung jetzt. Also wenn ihr einen Spieler hier benennen wollt, das könnt ihr ja tun, indem ihr mir einen Kommentar da lasst mit dem entsprechenden Namen, den ihr dann haben wollt. Dann am besten nicht Peterson oder Peterson nennen, weil könnte sein, dass ich die mal mit Absicht in den Tod schicke, wie ihr gesehen habt. Ist vielleicht nicht unbedingt das, was ihr eurem Charakter dann antun wollt. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Genau das habe ich mir gedacht und er verfehlt, super. Und das hat noch nicht mal eine Suppress-Geschichte hier nach sich gezogen. So, jetzt ist die Frage, kommen wir mit dem hier noch rein? Nee, mit ihr vor allem. Aber wir können uns hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob wir da eine Sicht haben. 6%. Naja, die Welt ist es nicht, ne? Jetzt geht's nicht mehr, oder was? Kriegen doch eben noch. 30 Zeileinheiten. Warum brauchen wir denn 30? Ah, hier. Normalen Schuss brauchen wir. 18%. Komm schon. Ach, Mann. Ach, Mann, ach, Mann. So, Aspen. Verzieh dich einfach. Geh einfach raus. Das ist das Beste für uns. Wir wollen dich nicht verlieren und deswegen nehmen wir den da raus, den Kollegen. Und Hilda Lang kommt mal mit rein. Bisschen schmusen. Ja, du sollst den nicht heilen hier. Du musst ihm mal richtig schöne Breitseite geben. Erstmal würde ich sagen, machen wir den folgenden Move. Das würde ihn schon mal ein bisschen in Schach halten. Und dann warten wir mal ab, was noch passiert. So, dann gehen wir mal hier rüber. Da ist, glaube ich, auch erstmal nicht viel zu sehen. So. Claudia Meyer, die ist ja jetzt neu bei uns. Viktor Klitschko. Passt aber auch in die Familie, ne? Wladimir und Vitali. Alle mit V. Da passt natürlich ein Viktor auch gut rein. Viktor. So, der bleibt hier sitzen. Der Deus Belorum und... Ja, ansonsten haben wir nichts mehr vor hier. Eine Person leider schon tot. Was passiert? Achso, ich habe Josie Ende gar nicht neu reinkarniert. Das muss kommen noch, demnächst. Ich nehme mal an, dass du als schöne Gunner-Frau das wieder versäbeln wirst. Aber das interessiert mich gerade wenig. Ach, jetzt brauchst du 41, weil ich noch drehen muss. Na super. Hab ich doch klasse gemacht. Na, dann setz dich wieder dahin. Mach den bunten. Und wir gehen mal ein Stück weiter nach vorne hier. Und schießen ihm hoffentlich mal in den Rücken. Ach, Mann. Mann, Mann, Mann. Jetzt wird garantiert das Viech sich wieder umdrehen. Zerfetze ihn jetzt mal hier. Kann doch nicht sein, dass er immer noch lebt. 23%. Das bringt nicht viel. Da kriegt er sogar noch einen Reaktionsschuss durch, obwohl er eigentlich suppressed war die Runde davor. Natürlich böse, ne? So, dann gehen wir hier durch. Durch da. Hier ist auch nichts zu holen und dann gucken wir gleich hier nochmal durch. Aber wie gesagt, ich nehme an, da ist nicht mehr wirklich was zu sehen. Können wir auch mit ihr schnell machen. Dafür hat sich hier zu wenig gerührt, als dass ich glaube, dass hier noch was ist. Die würden dann meistens schon kommen und uns überraschen wollen. So, das gab mal ein bisschen Suppress, das ist doch super. Haben wir doch gut gemacht, mit den Granaten kann man gut taktieren. Kann man die mal für eine Runde ausschalten. Ich würde sagen, den Reaktionsschuss holt, wenn, dann er sich ab. Beziehungsweise geht ja nicht, weil er guckt in die falsche Richtung dafür. Aber die drehen sich dann immer schön. Und das war's. Zwei super Treffer mit 42. Das passt auf jeden Fall.
Und joa, du gehst mal hier hin. Und mal dahin. Und mal dahin. Und dann ist dann soweit die Karte aufgedeckt. Weshalb wir uns dann alle am UFO treffen. Wie man das so macht in der Familie. Peterson nicht. Wirklich wichtig. Vielleicht kann man aus der Distanz schießen, wenn alle Reaktionsschüsse weg sind. Dann kann man mal schauen. Sollte ihn eventuell nochmal draufhauen lassen. Sonst bleibt er erstmal bedeckt. Natürlich. Und ja, müssen wir mal sehen, dass wir hier recht unversehrt durch die Geschichte hier durchkommen. So, du bist am wichtigsten. Du musst nach vorn. Die Gunnerfrau stellen wir mal dorthin. Den lassen wir mal hier. Und ich würde sagen, hier kommt schon mal ein Scharfschütze hin. Sehr weit weg, aber noch so weit, dass man treffen könnte. Und hier kommt der zweite hin. Gut, Rifleman, auf geht's. Beziehungsweise die Riflewoman da. Und die Jungs müssen wir leider noch nach vorne ziehen. Von daher wird es jetzt noch 2-3 Runden dauern, bis die dann da sind. Aber ansonsten haben wir halt nicht die geballte Schusskraft vorne, die wir eigentlich brauchen. Von daher ist das schon recht wichtig hier. Der geht mal dorthin. Und alle anderen sind schon in Position, deswegen geht's weiter. Ich glaube, ich werde den auch nach oben ziehen, damit die andere nicht ganz so weit laufen muss. Das machen wir so und du darfst dich dann hier positionieren. Und Kollege darf dann dahin, beziehungsweise die Kollegin. Die kommt dann in der nächsten Runde da hoch. Und dann werden wir reinstarten hier. So, das nochmal schnell geskippt und jetzt geht's dann los auf die Schotten und da mal die Schüsse hier reinsammeln. Der dürfte ideal sitzen, um von beiden Scharfschützen getroffen werden zu können. Genau, 71%. Und das ist wieder mal ziemlich gut gelaufen, außer hier Craig Peterson, der wirklich die falsche Tür geöffnet hat. Das war ein bisschen böse und Peterson hat hier ziemlich Glück gehabt, überlebt wieder mal und kriegt somit 71 Zeiteinheiten hier, das ist schon ein recht guter Wert. Bravery bei 54, ist jetzt noch nicht so gut, aber auch schon gar nicht so verkehrt, wenn man mal ehrlich ist. Da haben wir wenige, die besser sind bei dem Wert. Haben wieder nicht allzu viel Knete gemacht. Also ich glaube, das wurde auch angepasst, dass man nicht mehr ganz so viel Geld macht. Es war sonst nämlich so, dass man recht leicht über die Runden kam. Ich weiß gar nicht, welchen haben wir heute, den 20. September. Ich glaube, am 1. des Monats kriegt man immer diese Übersicht, bin mir aber nicht sicher. Könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.